unter Dreijährige, Familienzentren und. Immer mehr Leistungen mit dem gleichen Geld kann nicht funktionieren. Und darauf sich zu verlassen, dass die Konjunktur schon läuft und die Zinsen niedrig sind, können wir auch nicht. Deshalb sagen wir sehr offen, der Staat muss besser finanziert werden. Und wir wollen mehr Steuereinnahmen, aber nicht von allen, sondern nur von den obersten 5%. Und jetzt zucken alle, ist immer bei so einer Gelegenheit, und deshalb sage ich, die obersten 5% sind diejenigen, wo man als Paar mehr als 200.000 Euro im Jahr zu versteuerndes Einkommen hat. Das ist 250.000 brutto, ungefähr. Von denen wollen wir einen höheren Spitzensteuersatz, weil wir der Auffassung sind, dass die starken Schultern in diesem Land mehr tragen können und mehr tragen müssen. Für Kinder, für Bildung und auch für Infrastruktur. Also, klare Unterschiede. Bei Steuern fällt mir immer ein, ich erinnere mich immer gerne an die Wahlplakate der letzten Bundestagswahl. Der ein oder andere wird sich erinnern, da gab es ein Plakat von dieser kleineren Partei, die immer noch nicht klein genug ist. Ja? Und da stand drauf, was stand da drauf auf dem Plakat, wer weiß es noch? Mehr Netto vom Brutto. Da haben sie doch gleich einen sinnlichen Einfluss gekriegt und gesagt, mehr Netto vom Brutto, gucke ich auf meine Abrechnung, hätte ich auch gerne. Der ein oder andere hat sein Kreuz da gemacht. Ich kann Ihnen sagen, hat geklappt. Mehr Netto vom Brutto gab es, allerdings nur für Hoteliers. Das war die Umsetzung dieses Wahlversprechens. Also Vorsicht, wenn einer was verspricht und nicht sagt, wie er es genau machen will, nicht sagt, wie er es finanzieren will. Schauen Sie auf die Unterschiede, das ist meine Bitte. Und wir plakatieren ja nicht umsonst bei der Bundestagswahl, dass wir entscheiden. Weil der große Unterschied, das ist die Frage, wie sehen wir eigentlich die Gesellschaft? Wie sehen wir die Rolle des Staates? Wir wollen, dass in dieser Gesellschaft alle mitgenommen werden. Wir sind nicht die Vertreter der Ellbogen und jeder ist seines Glückes Schmied und wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Das sind wir nicht, sondern wir sagen, wir haben alle eine gemeinsame Verantwortung. Und das macht mich auch zuversichtlich für den Wahlausgang. Ich frage mal hier in die Runde, wer ist hier ehrenamtlich tätig? In irgendeiner Form. Wer macht Ehrenamt? So, Sie alle geben Zeit und Energie und Kraft dafür, dass das Ganze funktioniert. Wer das will, wer will, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten und nicht eine Ellbogengesellschaft werden, der ist bei der SPD gut aufgehoben. Schauen Sie genau hin, gehen Sie zur Wahl und dann, glaube ich, kommen Sie zu der Entscheidung, dass das richtige Kreuz bei unserem guten Kandidaten und beim Spitzenkandidaten Peer Steinbrück ist. Vielen Dank.